So, wie versprochen, wollen wir vor der Chaos Gate heute dann doch wieder. Wir haben jetzt zwei Tage was anderes abends gehabt, was einfach andere Titel sich immer mal dazwischen schieben, wie Stellaris Multiplayer oder... Was habe ich vor zwei Tagen gespielt? Songs of Conquest mit dem guten Günner. So, aber wir haben ja letztes Mal die Story-Mission gemacht mit dem Weltenschiff. Und haben jetzt wieder ganz viele Dialogzeilen mit den unterschiedlichen Leuten bei uns auf dem Schiff. Und wurden auch von einem unserer Großmeister der Grey Knights gerettet auf dem Schiff und haben so gesehen den ersten Boss passiert. Gucken wir mal, was jetzt alle Leute von uns wollen. Die Edikt des Unheils ist ein großes Schiff, Commander, und dennoch bist du immer hier. Auf der Holokarte flackern unzählige Übergriffe auf. We have our work cut out for us. Ja, die Blüte hat ihre neuen Ranken bereits in die entlegensten Winkel dieses Sektors ausgeweitet. Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Der Avatar sprach von einem Morbus. Was weißt du darüber? Whatever it is, I believe it is dire. Das ist noch unklar, doch vielleicht handelt es sich um eine Zeit der extremen Streuung, einen Umkehrpunkt, ab dem die Blüte nicht mehr aufgehalten werden kann. Was auch immer es ist, ich halte es für fatal und wir müssen Mittel und Wege finden, es aufzuhalten. Und du denkst, dass der Codex Toxicus diesen Morbus aufhalten kann? No, I believe that I can stop this Morbus. Nein, ich glaube, ich kann den Morbus aufhalten. Der Kodex ist ein Werkzeug, das uns dabei hilft, diese Schnitter zu jagen. Doch dir und deinen Rittern obliegt die Aufgabe, sie zu vernichten. Mein Bruder Purificator misstraut dir. Sollte ich es ebenso halten? Trust me or not, I serve the Imperium, same as you. Ich kann dir nicht vorschreiben, was du denken sollst. Es gibt einige im Ordo, welche die Macht besitzen, Gedanken zu verändern. Doch ich selbst kann nur auf Logik und meine außergewöhnliche Beobachtungsfähigkeiten zurückgreifen, um überzeugende Argumente für deine Entscheidungen zu liefern. Vertrau mir oder nicht, aber ich diene dem Imperium, genau wie du selbst. Du weißt der Frage aus, die Frage bleibt dieselbe. Kann man dir vertrauen? My soul remains firm and always will. Meine Seele ist standhaft und wird es immer sein. Ihr Astartes wurde zum Gehorsam erzogen und respektiert die Befehlskette. Als Inquisitorin muss ich stets Fragen stellen. Ich trage diesen Namen schließlich nicht umsonst. Das ändert jedoch nichts an meiner Loyalität gegenüber dem goldenen Thron. Alright. Dieser Kardex, den wir auf Usaria getroffen haben, er scheint dich zu kennen. Give me a moment to scry my own memories. Ich habe während meiner Karriere zahlreiche Warp-Kreaturen bekämpft, doch diese hat mich geradezu persönlich auserkoren, oder etwa nicht? Gib mir einen Moment, damit ich meine eigene Erinnerung enthüllen kann. Inquisitorin? Hush. Psst. Inquisitorin Vakir? I said silence. Silence, I kill you. Yes, I have encountered that creature before. Ja, ich habe diese Kreatur schon einmal getroffen. Er war einst ein Sterblicher und jedenfalls ein Transmensch. Er kämpfte während der großen Häresie als Captain der Death Guard. Es ist wahrlich ein mächtiges Vorhaben des Seuchengottes, eine solche Präsenz zu gewähren. Alright. Enough for now. The bloom festers. Ja, jetzt haben wir auch nämlich auch alle Saaten freigeschaltet, die es so gibt. The Edict's machine spirits are silent. I await your input. Domina, hast du die Inquisitorin in letzter Zeit gesehen? Since her return from the craft world, she has not left the Libris. Seit ihrer Rückkehr vom Weltenschiff hat sie die Libris nicht verlassen. Ektar denkt, sie hält sich versteckt, um ihr Scheitern zu verschleiern. Und was denkst du? Emotional need for validation is for the unaugmented. Scheitern oder Erfolg, derartige Gefühle sind irrelevant. Das emotionale Verlangen nach Geltung ist eine Sache der Unaugmentierten. Ich weiß nur, dass die Inquisitorin ein zähes Individuum ist. Ihre Abschottung ist für sie der effektivste Weg, Strategien gegen die Blüte zu ersinnen. Dann lass uns etwas anderes besprechen. Auf dem Weltenschiff hast du vertraut von Lord Draigo gesprochen. I have memory fragments of Kaldor as a mere Justicar. Ich habe Erinnerungsfragmente an Kaldor als einfachen Justikar. Man muss ihm die zur Ehre gereichen, wenn man wie du noch unaugmentiert ist. Du hast also an seiner Seite mal gekämpft. I observed then that he was exceptional, even among the Grey Knights. Lange bevor Kaldor zum obersten Großmeister wurde, kämpfte er gemeinsam mit der Edikt gegen den Heretikenprinzen Zurike. Einen selbsternannten Dämonen-Magus des dunklen Mechanikus, der verbotene Technologie verbreitet hatte.
Wir standen während dieser Kampagne häufig in Kontakt und ich merkte, dass er selbst unter den Grey Knights eine Ausnahmeerscheinung war. Wie wäre er wohl mit der Blüte verfahren? Kador was one for handling a threat personally, often eschewing his faithful brothers in defiance of logic. Kaldor nahm sich Bedrohungen persönlich an und mied oft jeder Logik trotzend seine getreuen Brüder. Doch er war außergewöhnlich und von eurem Imperator gesegnet. Wir selbst genießen diesen Segen nicht und müssen uns auf traditionellere Dogmen besinnen, um diese Geißel vernichten zu können. Proceed. All praise to the machine god. So, und was hat unser guter Eck dazu sagen? The halo of your Aegis is strong. Are you ready? Die Seuche hat den Sektor fest im Griff. We are burdened with a grave duty, Commander. Auf uns lastet eine schwere Bürde, Commander. Die unverantwortlichen Taten der Inquisitoren haben Prometheum auf einen brennenden Scheiterhaufen geworfen. Du schäumst ja innerlich, Bruder Purificator. Ich kann es spüren. What is that Emperor damned Inquisitor unleashed? Was hat diese vom Imperator verdammte Inquisitorin bloß getan? Sie hätte uns den Ort der Infektion weisen sollen, damit wir dort angekommen unsere heilige Pflicht vollziehen können. Ihr Einschreiten hat diese gesamte Kampagne in Gefahr gebracht. Und doch wird die Kampagne fortgeführt. Yes. And now all our strength will be necessary to extinguish this contagion. Tja, und jetzt wird unsere ganze Stärke nötig sein, um diese Ansteckung auszulöschen. Yes, if you like. Wir hatten Glück, dass der oberste Großmeister auf dem Weltenschiff eingeschritten ist. Yes. We have been honored by Lord Drago's presence. Ja, Lord Drago hat uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Er sitzt in der Falle und ist dazu verdammt, durch die Ödnis des Chaos zu streifen. Doch er ist dafür bekannt, in den Realraum durchzubrechen, wenn die Bruderschaft von Titan in Gefahr ist. Ich will mal Titan oder Titan sagen. Also Deutsch oder Englisch. Oder? Ist doch Englisch Titan, Titan auf Deutsch. Wie kam es zu einer solchen Situation? Kaldor Drago vanquished a demon prince when he was a mere battle brother, and the prince cursed him in retribution. Kaldor Drago verbannte als einfacher Ordensbruder auf dem Planeten Akralem einen Dämonenprinzen. Der Prinz verfluchte ihn im Gegenzug dafür. Manche Prognostikarien glauben, dass ihm genau dieser Fluch zu seiner Größe verhalf. Als Neophyten hörten wir viel über die Siege Lord Draigos. What you have heard is no exaggeration, but the truth. Was man euch erzählte, waren keine Übertreibungen, sondern die Wahrheit. Der feurige Großmeister wurde vom Dämonenprimarch der Death Guard Mortarion im Kampf erschlagen. Drago focht im selben Konflikt, weshalb ihm umgehend die Führung über den Orden übertragen wurde. Seine erste Amtshandlung war es, Rache zu schwören. Er suchte Mortarion allein auf, zerschmetterte den Leibwächter des Verräters und zwang Mortarion in die Knie. Alsdann schnitzte er den Namen seines Vorgängers in das seuchenzerrüttete Herz des Primarchen. Wieso tötete er den Verräter nicht einfach? It is nigh impossible to slay Nurgle's favored. Es ist nahezu unmöglich, Begünstigte Nurgle zu töten. Doch ich möchte behaupten, dass Drago etwas wesentlich Schlimmeres tat. Er fügte ihm eine niemals heilende Verletzung zu. Seit diesem Tag hasst Mortarion den obersten Großmeister und alle seine Grey Knights zutiefst. Der Primarch sorgte also dafür, dass Drago nun auf ewig durch das Reich des Chaos wandern muss. Nein, es war der Dämonenprinz, der unseren Lord zu Beginn seiner Karriere verfluchte. Drago kehrte 2 Jahrhunderte später nach Akralem zurück, bekämpfte die wiedergeborenen Kreaturen und triumphierte. Doch damit erfüllte er auch die Bedingungen des Fluchs des Dämons, mit dem er vor langer Zeit belegt worden war. Im Todeskampf warf er Drago in den Warp und bannte ihn in das Reich des Chaos. Yes, I envy our brothers. So viel zum Vorlesen, wobei ich inzwischen finde, dass ich besser vorlese als früher. Ah, okay, es ist die Verderbtheit. Das ist zum einen der Sektor übrigens gewachsen, wie man sieht. Und du hast jetzt andere Verderbtheitsfarben, wodurch du da wahrscheinlich die anderen Saatdinger sammelst, wenn da Missionen sich auftun. Da müssen wir jetzt mal gucken, bei den Forschungssachen. Da brauche ich von jeder Art eine Saat. Thank you.
Armproof, möge der Imperator deinen Kreuzzug segnen und deine Ritter diese Verunreinigung ein für alle Mal beenden. Ich werde einen Rumpfschaden durch einen Warpsturm bekommen. Was einfach bedeutet, die nächste Reparatur muss auf jeden Fall Rumpfreparatur sein. Dafür brauche ich aber 8 Servitoren und die habe ich nicht. Grandmaster. Commander, I will be brief. Your strategy to combat these Reapers is one I can get behind. I will provide additional ordnance. Okay, boah, dann Kai findet gut, was wir gemacht haben. There is, however, one point I must address. Inquisitor Vakir, the detail in your reports has become jarringly opaque. I have had to rely on Brother Ektar's commentary simply to pass your current progress. This leaves me with the peculiar notion that you are trying to test me in some way. I encourage you to correct this by your next report. Testing him indeed. Should I write for an audience of simpletons? I found much to agree with in the Grand Master's claims. Oh, truly? I hadn't taken you for a scholar. Tell me, where in my report did you feel it necessary to edit behind my back? As senior brother, it is my duty to act in the Citadel's requests. If you were not so blatantly preoccupied with safeguarding your reputation, I would not have been asked to intervene. You assume much, Purifier. This plague's vectors of attack are numerous, and our understanding of its nature yet limited. I am trying, on my own and with the crudest of tools, to unravel what chaos has been brooding on for centuries. I do not have the time to waste simplifying my analysis. Commander, surely you understand this. Ich stimme mal Bruder Ektar zu. Let us not mince words. You mean my failures. Was there any doubt? I followed protocol and the commander agrees. I deal in hard facts. Your arbitrary procedures are a waste of my time. Intervention. This bickering is irrelevant. The Grand Master's acknowledgement of our situation. Das war klar, dass wir Forschungen einbüßen. Aber wir kriegen mehr EP. Kann man ein bisschen nachziehen mit den Truppen. Ja, ich bin damit zufrieden. Alle Ritter halt plus 100% Resistenz für 300, für 3 Züge und Läutern. Die Warpwirkung minus 10% in der Mission. Ja, wir müssen leider immer noch warten. Reinheitssiegel, neue Verwendung für die Saat. Inquisitorin Vakir, Commander, ich habe eine andere Verwendung für die Saat der Blüte gefunden. Bruder Ektar hat sich widerwillig bereit erklärt, sie in den Feuern der Reinheit zu baden, bis sie zu Asche werden. Doch anstatt die Asche in den Äther zu werfen, werde ich sie in eine geweihte Tinte verwandeln, mit der heilige Reinigungssalm auf die Reinheitssiegel geschrieben werden können, die die Waffen und Rüstung deiner Ritter schmücken. Ja, jetzt können wir die Ausrüstung verbessern, wenn es denn Verbesserungen gibt in dem Bereich. Danke, Respekt für den kleinen Raid und schönen guten Abend. So, sperrt. Das war die Rüstungstransferierung.
Ach komm, bringen wir dir auch bei, dass du Ladung übertragen kannst. An indulgence, perhaps, but it will fortify the spirit of our brothers. Das habe ich schon verstanden, dass man jetzt aufwerten kann. Also dafür brauche ich ja auch die richtigen Saat. Da müssen wir nachher alle Sachen durchgehen. Wenn wir wieder in der Mission sind. Our traditions demand more than crude efficiency, Commander. I have grown concerned of late that your brothers fail to manifest the full glory of the Grey Knights in combat. It is your responsibility to stoke their fighting spirits. Do not let them wither from disuse. Ich verpflichte mich für eine ruhmreiche Tat. The Grand Master is correct. Das bedeutet, bei der nächsten Mission muss ich wahrscheinlich die Herausforderung machen. Wenn meine Mission kommt. Beim untersten Respekt, sage ich, für 60 Tage werde ich jede Forderung erfüllen. So, haben wir lang genug gewartet, passiert was. New mutations. The threat is magnified, Inquisitor. I grow weary of your self-righteousness, Ektar. Ah, Commander. As predicted, the bloom is mutating. New and potent strains now plague the sector. 5 distinct strains. We have already encountered the bloom I've called Poxus, the strain of disease. The infected do not perish, but are cursed with a blight that molders even into their minds. This one I name Mortus, the strain of death. This noxious mutation annihilates entire populations before tearing the dead from their graves. Here is the bloom necrosis, the strain of decay. It binds itself to all things living and mechanical, rotting all it touches. Here we have the bloom dolorous, the strain of agony. It emits a compound that inflicts hysterical delusions and nightmarish torment on its sufferers. Last and most insidious, the bloom tentarus, the strain of growth. This malady corrupts the purity of the human form with powerful mutations. A corrupt gift from the plague god. Your taxonomy has been enlightening, Inquisitor, but the bloom continues to spread as we dither in details. We must respond at once. So, 3 neue Ausbrüche. I need the seeds intact for further study. Widerstand wird durch seine eigene Saatgattung verbreitet. Wir benötigen breit gefächerte Proben für den Fortschritt meiner Studien. Frage ist, schaffe ich es da noch runter, wenn ich den hier zuerst mache? Ja, doch, das sollte auf jeden Fall hinhauen. Eigentlich wollte ich das hier machen.
ohne von Meistern hergestellte Rüstungen zu siegen. Nee. Das ist ja schrecklich. So, da wird es keine Verbesserung geben. Die Rüstung kann auch nicht verbessert werden. Deine Nahkampfwaffe ist der Dämonenhammer. Da gibt's auch nichts für die grüne Saat. Wer hat es gedacht? Und du hast den Sturmbeuter, da könntest du auch mal einen anderen nehmen. Da gibt es auch keine Upgrades für. Also können wir für dich schon mal überhaupt nichts verändern. So, du bist der Apothekarius, bei dir können wir die Aufwertung machen. Der Psybold erlangt... Achso, das verbessert dann wirklich den Wert hier. Bluten für 3 Runden und hier unten ist verursacht Bluten jetzt auf 40%. Kannst du auf dem bleiben? Da gibt es nochmal 10% auf Konzentration obendrauf. Und wieder ein weiter. Das war das Sea-Schwert. Da kannst du nichts verbessern. Die Fernkampfwaffe. Gibt es eine Reichweitenverbesserung? Die kann ich aber auch nicht vergeben gerade. Rüstungstyp ist auch nichts. Ne, du bleibst mit der plus 1 Bewegungsgeschwindigkeit. Machen wir lieber das. Man sieht aber auch, in welche Richtung die unterschiedlichen Samen gehen. Weil hier ist das halt wirklich, das hat meistens mit Resistenzen zu tun. Vor allem bei der Rüstung. Die grün, was aber auch Sinn macht, weil ist ja auch der, beziehungsweise ist ja das Mutations- und so Geschichte vom Nörgel. Ihr wart alle kampfbereit, oder? Ja, dann mal los. Ich glaube, noch eine neue Karte habe ich nicht gehabt. Jetzt haben wir schon 24 Minuten gebraucht, nur für Texte vorlesen und uns belabern lassen. Was jetzt in Zukunft hier passieren wird. Oh, bei mir stimmt was mit dem Ton nicht, es wird ein Knacken übertragen. Das kann natürlich sein wegen dem Fehler vorhin. Das Knacken wurde übrigens auch vorhin schon mal angemerkt. What do we know of this place, Tech Priest? Archival data of these coordinates is indecipherable. However, the report from the Augurium is clear. The bloom seeds are below. Our mission is clear. Thank you.
So, Moment. So, der Fehler sollte jetzt behoben sein. Den wird man auch im Video gehört haben, wenn man wahrscheinlich den Sound sehr laut hatte. Tut mir da leid. Super, es gibt 4 Saatträger hier. Obwohl, dafür scheint die Karte recht kontakt... mein Gott. Kompakt zu sein. Yes, sir. Ich habe gestern übrigens XCOM 2 gespielt. Ich habe ja gesagt, ich habe XCOM 2 mir fürs, für die Switch geholt und habe es gestern auf der Switch gespielt, abends noch im Bett. Und Hammer ist das Spiel geil, auch wenn es auf der Switch echt scheiße läuft. Bei manchen Sequenzen denkst du dir so, oh. Aber es funktioniert irgendwie. Gods, watch over me. Load out. Target acquired. Your orders. Stopp. My blade is yours. Das wird wahrscheinlich reichen. Nein, wird's natürlich nicht. Ach, verdammte Hacke nochmal. Dann verteilen wir ein bisschen Aktionspunkte. Weil die neuen Saaten sollte ich auf jeden Fall rausholen. I've claimed a seat. I am here to serve. Yeah. At your service. Zeig, was du kannst. To the Knights of Titan. Strike forth. Yes, Commander. Ach, die haben das gefixt. Das ist nämlich genau die Sache gewesen. Das war nämlich der Fehler, der vorher im Spiel war und den ich eigentlich voll ausgenutzt habe, dass du mit dem Streuschuss komplett um dich rumgeballert hast. Jetzt geht das nicht mehr. Ärgerlich. Aber muss ja trotzdem sagen, der Patch ist dann schon gut. You have been judged. Das war nicht bei ganz vielen Fähigkeiten so, dass das Areal, was gebrannt wurde, also auch beim Flammenwerfer und so weiter, war halt falsch angezeigt. Schwächt den mal, weil wir jetzt im Nahkampf bei dem stehen. Und ich krieg den anderen ja nicht mehr weg. Das war auch einfach alles zu mächtig. Blessing.
Da war vielleicht der Zahnfehler wieder da, aber. Dalmar! Four Titans! We have arrived. Foe wounded. Ist mir egal, nimm ihn auseinander. Blessed are our arms. Ja, blöd gelaufen. Ja, es war auch zu mächtig. Also irgendwie. Ich dachte, vielleicht ist da wirklich so eine Überladung und der schießt in alle Richtungen. Hätte ja sein können, dass das so gewollt ist. Mir ist nur bei dem Flammenwerfer aufgefallen, dass der komplett um sich rumgeschossen hat. Vor allem, weil die Spannweite ja dran stand. Da stand da nicht 45 unten, sondern stand ja irgendwie 300 schieß mich tot oder 280 dran. Egal, auch so werden wir damit gut klarkommen und wir werden obsiegen. Für den Imperator. I am with you. For the long war. For Mortarion. Foe sighted. Schon einer runtergefallen. Death is only the beginning. Und man ist immer noch eine starke Waffe. Bis immer ein starker Angriff. Automatisch nachgeladen, sehr schön. Empty. Nicht, dass du den zur Seite stoßen kannst, dass der da runterfliegt. Ja, es ging verseucht und Rückschlag immun. Unleash me. With me, my brothers. So, blutet. Und, ah ja, stimmt. Da habe ich ja letztes Mal freigeschaltet. Der greift ja jedes Mal an, wenn jemand anders auf den schießt, nochmal zusätzlich. Sind das immer nur zwei Schaden oder? Unterstützungsfeuer. Und verursacht plus zwei Schaden am Ziel. Kann nicht mit Überwachung ausgelöst werden. Und es erzeugt kein Betäuben beim Feind. Und es kann nur einmal ausgelöst werden anscheinend. Yes, hol dir den WP-Punkt. Danke Stash fürs Folgen. Yes, sir. What is your will? As ordered.
Dann hat der Patch heute bei Warhammer 40k Demon, also Chaos Gate Demon Hunter, schon ein paar gute Sachen gefixt. Ich hatte nur den Patch von vor ein paar Tagen gesehen. Oder ist das der gewesen? Das ist der zweite, der ist der erste Patch eigentlich, ne? Und man hat natürlich jetzt das Performance-Problem nicht mehr beim Anvisieren, weil die Werte ja richtig eingetragen sind. At your service. It will be done. Yes, come on. Stellt euch auf, der Imperator braucht euch. So, ihr lauft immer weiter weg von uns. Your command? Your command. What is your will? Mir. Dalmar. Your orders. Kannst dahin gehen, dass mich eine Blüte für einen Willenskraftpunkt, die habe ich gerade nicht gesehen. Standing ready. Yes, sir. What is your orders? Advancing. Ja, bis an die Ecke. Ah, du deckst sie dann auf, gut. Oder schlecht, wie man sieht. Arms at the ready. Unleash me. Schick erstmal deine Drohne los, dann extrahieren wir. Gelbe Saat. Danke. This is coming with me. Jetzt muss die Decke runterkommen. Hier ist er bis hierhin. Ach, du hast keine Granate, scheiße. Wobei dahin sind noch so viele. Wir das einmal reinlunzen, da jetzt auch nicht uns retten. Destroyed, Commander! Da den weg. Das war ein sicherer Crit nämlich. Get out of there!
Dalmar. For the Golden Throne! Ein bisschen Schaden bekommen. Biet den auch noch an, als jemand, den der anschießen kann. Und jetzt holen wir leider die Truppe da raus, ey. Hab ich befürchtet. Und jetzt auch noch mal eine Runde rum. Das wird wehtun. You cannot harm me. You will less than nothing. Another fall. Knights of Titan. Die, die, die. Okay. Das wird jetzt ein Spaß, den da irgendwie rauskriegen. Wobei, machen wir es noch einfacher. Wir teleportieren die gleich einfach. At your service. I am his will. Ach, Scheiße, war nicht genug. Mercy in death. Okay, das kann's nicht mehr. Astria, standing ready. Nee, ein AP ist halt kacke von dir aus. Kannst zwar keine Warpladung mehr, aber kannst immer zwei AP rübergeben. What is your will? Genau, haltet die Stellung. Boah, ich wusste es. Es war so ein Fehler. I've claimed the seed. Standing ready. Nimm sie auseinander. Ammo depleted. Ready.
Okay, sind die äußeren Beinen, die feuern. Prozent auf Crit. Scheiße. Ich habe mich jetzt hier echt die Kacke manövriert, bewegt. Zu versuchen, so viel wegzukriegen wie möglich. Und danke, Bengoku, für den Prime-Sub. Vielen Dank. 51 Monate. Was soll man dazu noch sagen? Vielen, vielen Dank. Kann ich von euch nicht... Ja, eigentlich kann ich einfach weglaufen. Ich habe auch noch eine Heilung und einmal zwei APs jemandem geben. Your orders. Den kannst du so wegknallen. We slay the darkness. I have seen your weakness. Kannst du plus eins betäuben machen, obwohl auf dem Nahkampfwaffe, der ist eh tot. Down. So to the unworthy.
toll, an die kommt es nicht mehr ran. Unleash me. Mir. Feel my wrath! So, bevor wir die Heilkarte nicht benutzen, ziehen wir den dann damit hoch. Dann rennen wir mal weg vor den Unterstützungstruppen. Nicht, dass wir das müssten. Du sollst die 2 AP kriegen, sonst krieg ich den nämlich nicht mehr da weg. I am here to serve. Affirmative. Lauf einfach runter. Also finde ich doof, dass wenn du den Saatträger halt leer machst oder tötest. Danke Score Chaser für deinen Prime Sub. Vielen Dank. Dass der dann... Wie heißt das? Dass du dann automatisch das Ende auslöst, dass du jetzt 3 Runden warten musst oder halt direkt rausgeportet wirst. Aber euer Overwatch ist scheiße. Ich werde jetzt auch nichts mehr hier töten. Wir rennen einfach vor euch weg. Yes, Commander. Nächste Runde hat die Sache sich nämlich erledigt. Dann ist der Teleporter fertig. Ich weiß, es ist kein richtiges Grey Knight-Verhalten. Weil normalerweise müssten wir ja alles töten und uns danach freuen. Aber jetzt ist das halt so. Bis auf XP bringen die anderen ja nichts mehr. Jetzt würde ich mir eine andere Taktik ausdenken, jetzt wo es mit dem Beuter nicht mehr funktioniert. Ich sehe schon unterm Video, wie viele Leute schreiben werden, hey, das funktioniert mit dem Beuter bei mir gar nicht so wie bei dir. Die nächsten 10 Jahre, jeder, der auf das Video klickt. Plus ein Schaden gegen mechanische Ziele. Damit bin ich zufrieden.
Ja, machen wir es mit der Warp-Lade, dann können wir Rüstung zerstören. Ja, was war hier oben noch? Die Waffe ignoriert Schadenstrafe, teilweise Deckung. Nehmen wir den zuerst. So, jetzt haben wir aber auch 8. Jetzt können wir echt den Rumpf reparieren. Wenn ich das finde. Da. 9 Tage für Rumpfreparatur. Ich speichere einmal, weil was passiert, wenn ich jetzt auf dem Weg ein Event habe und mein Rumpf wird zerstört. Guck ich doof. Engine Start.